Drei Pferde in Position, die letzten beiden kommen heran. Guardsman muss noch hinein, der ist jetzt eingerückt. Und dann sind wir gleich startklar, wenn Dialekt als letztes Pferd in Position ist. Das ist jetzt der Fall, startbereit, neuntes Rennen. Und Boxen auf zum Polytenrennen. Und die Spitze gleich heraus aus der Maschine für Lady Macben. Daneben Guardsman aus dem Dialekt. Rosinante innen und Lenova dicht auf an fünfter Position. So geht's hier vor Publikum zum vorletzten Mal. Und die Spitze an der Innenseite bei Lady Macben. Guardsman daneben. Dann ein Trio mit an der Innenseite Rosinante, Lenova in der Mitte und außen Dialekt. Und so geht's in Kürze dann aus dem Bogen heraus in die Gegenseite hinein. An der Spitze also weiterhin das Kommando für Lady Macben. Guardsman an zweiter Position, dahinter Dialekt an der Außenseite. Dicht auf Guardsman ist dann an der Position dazwischen Lenova gut dabei und auch an der Innenseite Rosinante. Und so sind sie hier Mitte gegenüber. Die Spitze bei Lady Macben unverändert. Daneben Guardsman, ganz außen Dialekt. Dann Rosinante und Lenova. Man kann das ganze Feld mit einem Handtuch zudecken. So dicht sind sie auf dem Weg zum Ende der Kastanienallee. Und innen führt weiter Lady Macben, außen Guardsman, dahinter innen dann wieder Rosinante mit daneben Lenova und außen Dialekt, alles weiterhin dicht geschlossen, jetzt auf dem Weg, den Berg zu erklimmen und die Führung unverändert bei Lady Macben. Guardsman außen lässt nicht locker, dahinter Rosinante, Dialekt und dicht dabei Lenova. So sind sie gleich oberhalb des Anstieges und die Spitzenposition hält unverändert Lady Macben. Jetzt geht's zum Schlussbogen. Lady Macben, Guardsman, dann innen Rosinante, Lenova in der Mitte und Dialekt dahinter. Und dann gibt es gleich den Sprint in den letzten 400 Metern, denn in Kürze ist die Zielgerade erreicht. Lady Macben und Guardsman. Außen wird Dialekt gebracht. Lenova dahinter und innen Rosinante. 400 Meter vor dem Ziel. Guardsman schreitet zur Tat, will vorbei an Lady Macben. Die wehrt sich noch. Lady Macben und Guardsman. Dahinter Dialekt und dann innen kommt Rosinante etwas näher. Lenova bleibt auch dran, aber vorn die beiden Streit nicht zu trennen. Guardsman und innen Lady Macben. Rosinante, die kriegt jetzt Schwung und kommt außen noch mal näher. Jetzt ist Guardsman vorn. Guardsman, Rosinante außen, will noch dazukommen. Guardsman gewinnt, dann ist es sehr eng. Vielleicht innen Lady Macben vor Rosinante oder umgekehrt. Und dahinter auf dem vierten Platz dann Dialekt vor Lenova. Dann habe ich auch den vorläufigen Richterspruch zum neunten und letzten Rennen des Tages für Sie. Das Polytenrennen, es siegte die Programmnummer 6, Guardsman. Dem zweiten Platz die 4, Lady Macben mit einem Kopfvorteil vor der 3, Rosinante. 6-4-3 somit das neunte und letzte Rennen. Geht erneut an das Quartier von Lucien van der Moyen und seine Dutch Master Stables aus Boxmeer in den Niederlanden. Maxim Pecheur, der Siegreiter. Dann darf ich Sie noch auf den Absattelring vor der Waage verweisen. Dort gleich natürlich noch die Siegerehrung. Anschließend die Wettnietenverlosung. Also falls Sie fleißig sich beteiligt haben, noch die Chance auf Wettgutschriften der Firma Kalkmann und die Füchschenfässer. Und unser nächster Renntag, darf ich Ihnen schon mal sagen, ist der BMW-Preis Düsseldorf am Samstag, den 15. Juni. Also der Samstag in ziemlich exakt 3 Wochen. Unser nächster Renntag. Ihnen ansonsten von meiner Stelle hier vom Kommentatorenplatz einen schönen Sonntagabend und eine schöne Zeit bis zum nächsten Renntag. Und alles Weitere jetzt gleich von Daniel Delius aus dem Absattelring.